Hello, buenos dias, dobrý den, welcome everybody. Let me quickly set up something. One second to and in the messages also to stream starts in about 2 minutes. Gameplay. This will be 80, and this will be 100. Two. And hello, Boss X, Boss JX. Sorry. And I2 on Dome 1, welcome also. 102. And here we do also 500 milliseconds. Delay, okay. Okay, this looks good. Then we need to choose the right capture source. It's great, you see, almost viewer engagement 100%, almost. But we need some chat engagement. So we start with a crate. And we start the game. Let's crash it, okay. Crashed and restarted. Come on, game start. The moment when you have an SSD and the game takes forever to start. I even have enough memory to copy the whole game in the memory. Okay, holy shit, loading and the mouse is stuck. Guys, what have you coded? It's Friday. How's been every day's week going? AM. This was a long stream yesterday. So today we start a little bit later.
Guys, have you seen the revealing of AMD 5000 series? It looks promising. It looks very promising. But I don't upgrade because I have a 3900X 12 core 24 thread CPU. I don't need to upgrade. This processor is launching at me. I have running this game 3, 4, 5, 6, 7, 8 browser instances, 9 browser instances, and a few other programs streaming in medium quality encoding, and still CPU is losing at me. So what we will do? What we do today? Maybe sell some stuff. I already said this stuff, okay. Maybe I let it be. I don't remember what I was doing yesterday or today in the early morning. No idea. Let's look. Cool, okay. Rote Beete, Alpha. Haben wir überhaupt Flachs hier irgendwo? We are missing flux. That's right.
Okay, I hope it's saved. Yes. But maybe 20 is not enough. No hammer. Hmm. Damn. I need a hammer. Butter my toast. Hello, welcome. How are you doing today? Saved. Yes, it's saved. Moment. 25 fertilizer is okay. Okay. Barry Weiss, hello, welcome. How is it going? Good.
Firewood. It looks nobody really wants a Poro. Or nobody reads stream titles. But I'm okay with that. Should we sell some stuff? Valera, welcome. We go sell some stuff. Money is a thing you always need. You want to buy my stuff? Okay. She don't have gold.
Okay. Those five takes three of the soup. So then we get some stuff. Maybe I need IX. Okay, that's safe. And we go here. Two quests here. We look. Finally, what are my toasts? Wins are great. There, and I think it's your first win, then you get a badge too. GG. Infinity. Five. First shot.
I'm on the right way, yes, it looks good. Let's try to get the quest before the day ends. It's already getting dark. Dang. Come on, guys, you was the beginner of the fight. I wanted peacefully. I want a peacefully Wi-Fi and you begun the fight. So let me alone and you stay alive. Way a little bit more left, okay. Come on, it's getting dark. I must reach this village before the village people going to sleep. Come on. Where are the village? Wrong direction, this way. Münder zu füttern, okay. What else quests? Hallo? Nope. I bet she wants wool stuff and I don't have wool stuff. Cardugan, hallo, willkommen. Wie geht's, wie steht's?
will viermal Fleisch und einmal Beere. Kriegen wir doch hin. Ist gut gesättigt. Mason-Damm, hello, willkommen. And from where I get berries. Hello, berries. Ich habe vorhin auch gut gegessen. Jetzt im Dunkeln Beerenbüsche finden. Das ist wieder eine Herausforderung. Ja, was meinst du, das wäre jetzt besser, wenn ich dieses eintönige Tap, Tap, Tap und Plätschern vom Fluss hier bloß hätte? Ich weiß nicht, also ich finde das ein bisschen eintönig. Das steigert sogar die Chance, dass mir was passiert, dass ich das Tappeln nicht höre hinter mir und so und der Zuschauer zu lachen hat. Weißt? Hier sind Bärensträucher. Dafür ist doch Twitch und alle anderen Streaming-Dienste da, dass die Zuschauer auch mal was zu lachen haben. Ich kann sie noch ein bisschen leiser machen. Da. Ja, bis jetzt hat aber noch kein einziger Streamingdienst das gemacht, ne? Twitch überlegt da sowas zu tun, aber wer weiß, wie viele Jahre sie da überlegen. Sollte nicht zu schwer sein. Und ich wäre eigentlich auch dafür, was meinst du, denn würde ich alles Copyright-Geschützte auch spielen, dann wäre mir doch scheißegal. Von wegen kann ich ja für mein YouTube hochladen, dann ausblenden und so. Nach dem Motto. Er ist wohl hier drin, aber. Sicher, hast du recht. Deswegen spiele ich diese ganzen Charts ja nicht, weil rein rechtlich gesehen ist es immer ein Verstoß, ne? Die meisten Leute don't care about that. Bis es denn zum Strike kommt und dann schreien sie auch, oh, wie konnte das denn passieren? Völlig überraschend.
die Musik, die hier läuft, die hat halt keine, kriegt halt keine Copyright-Claims und sowas. Zwar nicht das Neueste und nicht das Hübste und so, aber... Meins soll ich mal ausprobieren? Ich meine, ich habe damit kein Problem. Kann man Musik ausmachen. Ob das den Zuschauern mehr gefällt, wenn man das nur... Da läuft ein Wolf. Hallo Mr. Wolf. Hier dein Pelz. Ich geb dir meinen. Da hast du schon recht. Ja, technisch gesehen wäre das die beste Variante. Wenn jeder seine Musik hört und nur einen Stream los hat. Und wir können das mal testen und ausprobieren. 0 Problemo. Und ich hatte es ja auch extra so leise gemacht, dass die Musik jetzt nicht im Vordergrund steht oder so, bloß so plätschernd im Hintergrund läuft und so, ne? Dass nicht nur, wie gesagt, Grillenzirpen hast und das Tappeln hier aus dem Spiel. Echt, du fandst die laut? Ja gut, im Gegensatz zum Spiel vielleicht schon, ja. Also meine Stimme ist ja auch deutlich lauter als die Musik, ne? Das habe ich ja extra so ausgepegelt in OBS. Wie du schon sagst, Geschmäcker sind verschieden. Mich stört das nicht, wenn da so ein bisschen plätschernd Musik im Hintergrund läuft und so. Richtigen Weg, nee, weiter rechts, aber da ist ein großer Berg. Auf jeden Fall hat das schon mal geholfen, was du mir da gesagt hast mit denen, die können auch was produzieren. Da wäre ich nie drauf gekommen. Jupp. Du hast recht. Mit der ganzen Copyright-Geschichte ist nicht so einfach. Da war ja auf dem GTA Roleplay-Server auch eine Diskussion, wo ich spielen wollte. Da haben die dann gesagt, naja, das wäre ganz gut, wenn ihr keine copyright-geschützte Musik spielt und so. Und dann die ganze Community, was? Wieso? Und hier und da. Ja, wenn Streamer an euch vorbeiläuft und ihr spielt Copyright-geschützte Musik, kriegt der den Strike, ne? Auch wenn ihr nicht die Streamer seid, aber die anderen können es ja hören in dem Moment. Das ist ja auch nachvollziehbar, also, dass jemand, der Musik macht, irgendwo dafür auch entlohnt werden will. Da müsste aber irgendwie auch eine Lösung existieren. Das Streaming, das ist ja jetzt nur nicht komplett neu. Dass vielleicht irgendwie der Betreiber von so einem Streaming-Webseiten den Leuten halt Sachen zur Hand gibt. Da hat ja Twitch jetzt was vor. Wie das alles so läuft und ob die
Artisten denn ihre Sachen kostenlos zur Verfügung stellen müssen, bloß damit Twitch nicht bezahlen muss und so. Das ist dann auch wieder so eine Sache, ne? Ja, bloß, da gibt doch so viele Musikanbieter, die dann die mit den Rechten rummachen. Da kannst du bei jedem eine Lizenz kaufen und die kostet teilweise 70 € im Monat. Das kann sich vielleicht einer mit 1000 Zuschauern leisten, aber ein kleiner Streamer kann sich sowas gar nicht leisten, der riesig 5 oder 10 Leute im Stream hat. Da lohnt sich sowas nicht. Obwohl er die Musik nutzt zum Beispiel, würde er gar nicht so einen Schaden erzeugen, weil er bloß 10 Leute die Musik hören. Ne? Chefs, my friend, hello, how are you doing? Ja, nicht mal die Game-Musik, Cardogan. Ich habe da schon Copyright-Claims in YouTube gekriegt, wo ich GTA 5 Clips hochgeladen habe. Ich war Beta-Tester auf einem Roleplay-Server und da ging es darum mit Auto und Garage und so. Und da habe ich gezeigt, dass das irgendwie so ein, wollte ich einen Bug zeigen und allein, wo ich an der Tankstelle vorbeigelaufen bin und da lief Musik, die haben sie geclaimed auf YouTube. Also selbst die Ingame-Musik bei Witcher musste ich hier auch ausschalten, da habe ich auch Claims gekriegt. Das ist schon schade. Und bei diesem Spiel Control zum Beispiel. Oh, Chefs, thank you for Tenty Fuel. Thank you, thank you. Bei diesem Spiel Control zum Beispiel, da gibt es extra eine Option, GEMA- oder Copyright-geschützte Musik abschalten. Habe ich gemacht, trotzdem ist da ein Song gelaufen, den haben sie claimed auf YouTube. Ist schon ein bisschen sad. Jess, thank you. 50 T-Fuel. In Zoom. Thank you, thank you, thank you. Cardogan, du musst halt auch mal von der Seite betrachten, wenn du ein Spiel veröffentlichst. Klar. Die meisten Leute spielen das vielleicht offline, aber ein paar Leute wollen das auch streamen. Also, wie geht man damit um, ne? Gibt man den Leuten die Möglichkeit, das auszublenden oder klagt man den Stumpf, ne? Nee, nee, da hat so oft jemand hintereinander donatet. Diese 10T-Fuel, das sind halt 1 Cent. Man kann das zwar auch einstellen, aber das ist halt diese andere Plattform, wo man diese T-Fuel verdienen kann fürs Zuschauen und so. Anomek, hallo, willkommen. Und das ist halt den Leuten denn selbst überlassen, ob sie das in einem Rutsch spenden oder ob sie das in kleineren Beträgen spenden wollen und so. Das ist ja jetzt kein großer Song, der hier abgespielt wird oder so was. Das ist ein kurzer Alert. Na, die pennen alle schön. Komme ich jetzt nicht ran. Müssen wir mal gucken. Ja, bloß überleg mal, wie viele Leute haben zu Spitzenzeiten, wo das Roleplay richtig beliebt war, GTA gestreamt. Woher will denn Rockstar, dass sich 10.000 Leute per E-Mail melden, ob sie die Musik benutzen dürfen? Also 10.000 Mal, ja, kannst du schreiben oder nein, darfst du nicht? Das ist dann wieder die Sache, da wird sich Rockstar nicht mit aufhalten. Die werden gar nicht auf die E-Mails antworten, wenn du fragst. Was auch wieder ein Problem ist, ne? Du kannst dann sagen, ich habe zwar gefragt, aber die haben nie reagiert. Also es gibt schon Möglichkeiten in GTA, die meiste Musik abzuschalten, aber einige läuft halt trotzdem irgendwie, ne? An Tankstellen oder in Werkstätten und so, die kannst du nicht abschalten. Und den Simple Back, den kann ich kräften, okay? Was wollte ich denn jetzt? Ein Feuer. Fehlen mir noch Stöcker.
Und du musst mal so sehen, wie viele Leute haben sich GTA gekauft, bloß weil sie das im Stream gesehen haben. Ne? Die wären dann alle weggefallen, wenn die das nicht gemacht hätten, die Leute, und sagen würden, ja gut, Rockstar reagiert nicht, dann kann ich GTA nicht streamen. Da wären ein paar hundert bis ein paar tausend Kopien von GTA nicht verkauft worden, ne? Weiß ja jetzt nicht, inwiefern du dich da auskennst mit GTA Roleplay und so. Das ist halt so eine Grauzone oder eigentlich nicht wirklich Grauzone, halt die haben den Singleplayer verändert, um das mit Leuten zusammenzuspielen oder irgendwie Scripts injected, damit das funktioniert. Und was meinst du, wie viele Leute sich da GTA extra gekauft haben, um mit ihren Favorite-Streamer zusammen auf einem Server zu spielen? Das mag Rockstar auch nicht und sagen, alle Server, die nicht von Rockstar sind, sind illegal und so. Das war Part, denen allein an Geld eingebracht hat, wie viele Leute sich extra dafür GTA gekauft haben, dazu Roleplay machen können auf diesen Servern. Ja, hast denn andere Interessen? Verstehe ich schon. Da gab es ja noch genug Streamer, die gesagt haben, ja, GTA Roleplay ist langweilig und wir müssen ein bisschen Action machen. Los gerade, das war ja dann Fail, sich nicht natürlich zu verhalten, Gott zu spielen in einer Welt, die versucht, der Realität möglichst nahe zu kommen. Ja, von Epic Games, ne? Das gab es doch mal bei Epic Games umsonst. Ich habe zweimal GTA sozusagen. Einmal habe ich es mir mal gekauft und einmal habe ich es mir noch kostenlos geclaimt. Das sind die Händler. Wo ist denn hier der mit dem Quest? Dann hast du zweimal, okay. Hast du zufällig Samen bei dir? Ach du Scheiße. Dann muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Na, ich kann dir sagen, ich habe in GTA 17% von der Singleplayer-Kampagne gespielt und in Online bin ich Level 7 oder so, wo Leute jetzt 500 oder so schon haben. Und trotzdem habe ich in GTA 2500 Stunden und mehr. Ich halt dieses GTA Roleplay damals eine ganze lange Zeit gezockt habe. Schaffe ich das überhaupt in der Zeit zurückzukommen? Ich brauche diesen Quest. Was will er denn? Zwei Kohlsamen und zwei rote Betesamen. Für den Scheiß renne ich jetzt noch mal quer durch die Landschaft. Rechts hier lang. Und wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden. Ich spiele zum Beispiel keine Autorennspiele. Also gar nicht. Ich habe damals vielleicht mal Need for Speed gespielt und so. Die ersten Teile. Die ersten zwei oder was. Aber Geschmäcker sind halt verschieden, ne?
Zum Beispiel die ganzen Spiele, wo man so von oben drauf guckt, wie LOL und Diablo und so weiter, das reizt mich überhaupt nicht. Also, keine Ahnung. Da ist mein Geschmack denn anders, ne? Ja, Fallout mochte ich, Fallout 3, Fallout 4. Das war nicht schlecht. Fallout New Vegas, ja, war auch noch okay. Aber hat Fallout 76, das habe ich mir gar nicht erst gekauft. Ich wusste schon, warum nicht. Trinken sollte ich mal was. Instant Time, Free Money. So weit noch. Und Witcher war jetzt in Rückwirkung betrachtet eigentlich auch ganz cool. Hab's halt als Game of the Year Edition bekommen für 20 € und dafür kannst du nicht meckern. So viel Spielcontent. Thanks for posting that code. Na, Witcher 1 habe ich damals mal gezockt. Das erste. Dadurch kannte ich das halt und wusste denn, dass Witcher 3 halt auch besser sein wird, weil mehr Grafik und so, ne? Zwei habe ich ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht, ihn zu holen. Tomb Raider zum Beispiel habe ich das erste auch bloß gespielt, danach habe ich es nicht mehr gezockt. Auf der Pläse, glaube ich, war das noch auf der Pläse 2 oder so. Von einem Kumpel. Hat mich jetzt nicht so mega gereizt, die weiteren Teile zu spielen. Ja, vielleicht, aber ich glaube nicht. Ich habe ja auch schon Streams gesehen, also da sind wir ja, da schließt sich der Kreis, da sind wir wieder bei Streams, ne? Wo die Leute dann sagen, ah, hier Copyright und so. Ja, aber manche Spiele haben sich nur so doll verkauft, weil die Streamer halt das erst publik gemacht haben, ne? Also Streamer kann man jetzt fast mit YouTuber gleichsetzen, wenn du mit einem Stream ein Problem hast wegen Copyright, hast du das automatisch beim YouTube-Video ja auch, ne? Also nur durch die Videos und die Streams sind die bekannt geworden, weil Medieval Dynasty zum Beispiel hätte ich mir gar nicht gekauft, hätte ich das nicht im Stream sehen können. Wie das jemand zockt und ein bisschen Fragen stellen. Hey, wie geht das und so. Ja, also das darf man nicht unterschätzen, was da der Markt gepusht wird durch. Soll jetzt keine Ausrede sein, dass man auf Copyright keine Acht geben soll, aber Debate sagen. Wie waren das? Drei oder was? Zweimal. Okay, dann packen wir noch einen zurück.
Futter auspacken, was wir hier nur nicht in der Tasche haben. Biere. Gebratenes Fleisch. Immer noch Leder, Rundhölzer. Dann sich dachte ich ja auch, das ist eine gute Sache, wo ich denn gelesen habe, hier bei dem Control, bei Spiel Control, dass da hier die Option war, Copyright geschützte Musik ausschalten und so. Wenn es denn nicht funktioniert und trotzdem in einem Kapitel setzte sich die Kopfhörer auf und spielt eine Musik, was komplett gemutet wurde in YouTube, ne, das ist dann auch nicht so schön. Das dient halt so ein bisschen als Backup für mich, wenn ich nochmal irgendwann ein Best-of oder irgendwas zusammenschneiden will, dann habe ich halt nochmal die Daten auf YouTube. Ja, das ist richtig. Und das wollen noch nicht die meisten Zuschauer, dass du da einfach stumm das Spiel zockst, ne? Dann kannst du auch ein Video gucken, wenn du Livestreaming machst. Das ist ja gerade die Interaktion, die da bei im Vordergrund steht, bei Videos. Da kann man im Nachhinein vielleicht noch eine Frage drunter schreiben und so. Aber beim Livestream kriegt man halt meist sofort eine Antwort, ne? Das ist dann doch noch ein ganz anderes Level. Das ist denn doch schon ein sehr ruhiger Stream, glaube ich, ne? Weil der lässt dann bestimmt doch keine Musik irgendwie laufen, sei es dann Copyright-geschützte oder nicht geschützte. Muss man mögen. Ganz ehrlich, das wäre nichts für mich. Aber das ist halt meine Meinung, ne? Und ohne ihm dazu nahe zu treten, für mich persönlich wäre sein Stream wohl nix, weil ich habe da so ein bisschen eine Erwartungshaltung. Also ich muss nicht jedes Mal genannt werden per Name, dass er mich begrüßt oder so, aber der Streamer mit einem spricht, ne, und ein bisschen Interaktion noch da ist. Deswegen gucke ich auch keine Streamer, die bis ich mehr als 1000 Zuschauer haben oder sowas. Teilweise sind 300 ja schon so viele Leute, dass du da untergehst in der Masse und dann brauche ich den nicht im Livestream zu gucken. Dann kann ich auch ein Video gucken. Dann ist die Interaktion weg. Dann hat er zwar Interaktion, aber nicht mit dir.
Ja, bloß ganz ehrlich, möchtest du, dass ich jedes Mal denn hier anhalte, raustappe und mit dir chatte und dann laufe ich weiter und wenn da gerade ein Wolf mich angreift und ich bin gerade am Schreiben, also ich weiß nicht, ob dazu das Wahre ist. Naja, wie gesagt, ich persönlich würde den Stream wahrscheinlich nicht schauen. Meine persönliche Meinung. Musst du ja nicht teilen, ne? Das ist ja der Demokratie, dass man sagt, der andere hat eine legitime Meinung und ich habe eine andere und trotzdem gehen wir uns nicht an die Gurgel. Ja, wobei ich habe in letzter Zeit weniger Twitch geschaut. Seitdem sie da gesagt haben, hey Leute, ihr bezahlt zwar Prime, aber trotzdem könnt ihr gerne Werbung sehen, da habe ich gesagt, okay und tschüss. Das war's. Prime-Abo gekündigt. Guckt mal eure Werbung selber und jetzt mit ihren Mitroll-Ads und was sie alles da einbauen. Sollen sie machen. Sollen sie machen. Öffnet Tür und Tor für die Konkurrenz, die das anders macht. Ab und zu mal schaue ich vielleicht bei einigen Bekannten noch rein, die Follows, die sind ja jetzt nicht komplett weg oder so, ne, aber ist deutlich weniger geworden, was ich so auf Twitch gucke. Ja, das habe ich früher auch gemacht. Gebe ich offen zu. Vielleicht können wir ein paar neue Leute rekrutieren. Wo ist denn das Feuer? Wo sitzen die rum? Ja. Die ist zum Beispiel gar nicht schlecht, glaube ich. Minus, na super. Haust du ab? Wenn du jeden Tag Twitch guckst, würde ich ja sagen, und dann hast du kein Prime, aber das bringt dir ja hauptsächlich gar nichts mehr. Kannst zwar irgendjemandem den Sub schenken, aber ansonsten hast du ja auf Twitch keine Vorteile mehr mit Prime, großartig. Irgendwelche nutzlose Ingame-Loot. Ein Skin, für den du sonst Geld bezahlt hättest. Außerdem habe ich entschieden, Mr. Bezos nicht noch reicher zu machen. Wo ich es kann und besseren Wissens weiß, versuche ich dazu vermeiden, Amazon irgendwie noch Geld in Rachen zu schmeißen. Vor allem nach den Geschichten, die man alle so liest und hört, wie sie ihre Konkurrenz platt machen. Egal, ob sie Minus machen oder nicht, einfach niedrigere Preise machen, bis der Konkurrent pleite ist und so. Nicht mit meinem Geld. Ich habe damals auch gerne bei Amazon bestellt, aber dann hat man so gesehen, der reichste Mann der Welt ist nicht umsonst so reich. Auf irgendwelchen Rücken ist das immer entstanden und das war nicht seiner. Meiste waren dann die Angestellten und Konkurrenten.
Ja, das würde ich nicht so unterschreiben. Es gibt sicherlich Firmen, die nicht aufs Letzte alles aus ihren Mitarbeitern rausquetschen, weil letzten Endes schneidest du dir das ins eigene Fleisch. Wenn du die ständig Überstunden machen lässt und sowas, dann gehen sie irgendwann zum Arzt und sagen, ich kann nicht mehr. Burnout. Und so eine Sache, ne? Dann hast du aber viel gewonnen. Und einige haben das halt erkannt. Behandle deine Mitarbeiter fair, dann sind sie auch fair zu dir und versuchen möglichst, was in ihrer Macht steht. Aber naja, wie gesagt, das ist auch so eine Sache, da musst du nicht mit mir einer Meinung sein. Das habe ich so für mich beschlossen und ich versuche da auch keinen zu missionieren oder so. Dass er das so auch machen muss wie ich. Ich glaube, ich mache heute, ja, bestimmt bis 0 Uhr oder so. Vielleicht auch länger. Mal gucken. Thanks for posting that code, Mason Dam. Thank you, thank you. Haben wir hier ein Guess the Number Game open? Nee, das sieht nicht so aus. Okay. Wenn du nicht gerade 6 Stunden mit deinem Kater spielst, ja, sollte das gehen. Jupp, mach das, mach das. So, what we can do here? There's a quest. I don't make it. Let's try to grab some people. Should eat something. GG. Congratulations. Oh, nice. Let me look in my inventory. Nice. I won a puro. From Septor's Arts giveaway. Yay. I have a second puro. One I won from Scorpy today and one I won from the giveaway. And I have already 2 poros in our order. Maybe I give them away or I don't know. Podo, Podo!
I'm happy. Let's try to get more people. Wow, 70, wow. We can do with them. Yeah, to this for the barn. Okay, this guy removed this, also removed. What I was trying to do, she is going to chop food. Okay. Yay, thanks for posting so much in the chat. I need this chat engagement.
Okay, and you? What do you can do? Okay. Let's see, maybe we can get another new. People. Yay! Okay. Du bist das. Lass null. Okay. Okay. Bye. $15,000. Dang. Nope. Then what can you do?
Okay. Else Open Quest. Wind Story. Sehr gut. For posting that code. Everyone grab it, that's free. Packen Sie da nicht rein. Das ist schade. Is takes a while. In the meantime, I drink something. Microphone muted. Microphone activated. When you are busy with crafting, you cannot do anything else.
But good to know when they don't put this in the right building, I can demolish the building, pay lower taxes. Almost. No one's gonna save you from your storms. Let it go, you lose this battle. You can't stop me now. You can't stop me now. You can't stop me now. Da liegt schon so viel drin, ne? Können wir das Lager schmeißen wir hier rein?
Super, noch geschafft. Stop. You are doing. Holy. This was close. Warum? Brauchen die da zwei für oder was? Mensch, warum kannst du das denn nicht speichern? Hier, Flux. Ja. F5. Speichern. F6. Loading, not loading. F9. Loading, loading, loading. Dann machst du hier auch einen auf Farmer. Das Salz hier rum.
So, daraus machen wir noch Brennholz. Let's see. Okay, we have this. Maybe nobody reads the stream title. So we put it in chat. Ingrida, wofür nehme ich dich? Fishing. Maybe it's not so dumb to create a fishing house.
Tonstöcker. No sticks, what? More sticks, I need more sticks. Instant code, the money time. Okay, Duda. You go fishing. Thanks for posting that code. Thank you, thank you, thank you.
GG. Congratulations. Let's see. OLC Media Player. Where are the music? Not this. What? No. Stop. This? Okay. Then this? And this? Extract the ETM. I just doing a playlist together. Stop. Ritzel Rocks. Dum-dee-dum-dee-dum. 1 second. Almost done. Just add all the songs here. This song. There. This. And this. Okay. Save playlist. This is the D. EDM plus set. Save. Okay. Yay. Tavern. Sweet. Hello, mouse. I need mouse. Mm-hmm.
me look. And Mason Dam is on the best way to get the top XP place too. I myself not winning the Poro, so place 2 and 3 gets the Poro. Whoever has this place 2 and 3 on Monday. Okay, we have this. Firewood. Ein Fisch, super. Okay, Logan 5. Die Steinpfeiler gepackt da. Super, habe ich noch gut. And I'm pretty sure Mason Dam will get one Poro because he is the most active in the chat. Always helpful with posting codes. So, Alvin. Damn. Damn you.
Okay. Let's see. Neopolda, what you want? Viermal Fleisch, dreimal Beere, lächerlich. Time to time. Maybe my postings are also count. We see. We do this. Two times this, two times this, two times. And 10. Take this and post it also two times. Okay. Let's see. And again. Maybe my own spam counts. But I think only 20 messages are 10 minutes or so count. Okay, we need more meat and three berries. Where are the berries? Wow. I need berries. No. Where are the berries? Who has stolen the berries? Wait. No. Instant code. Free money time. Yeah.
Thanks for posting that code. Very appreciated. No berries, oh no. I cannot fulfill the quest. No berries. Someone has stolen my berries. Let's skip that song. Where are my berries? That's insane. I had some berries. But where? No berries here. No berries here. Also no berries here. Oh no, maybe the berries got bad. I cannot fulfill this quest. Hmm.
Damn. Mayus, hello, welcome. How are you doing? Welcome back, Cardugan. Ich hab's nicht mehr ausgehalten, das war doch zu eintönig ohne Musik. Ich brauch da irgendwas Dudeln im Hintergrund. Ich kann das Spiel ein klein bisschen lauter machen, damit man trotz Musik die Sachen aus dem Spiel noch hört. Wo ist das? 50. Lippy, thanks for the raid. Welcome Raiders. Ikadugan, das kann ich leider nicht, weil das in mein Gesamtaudio mit reinkommt. Hello Robert, hello Lippy. Welcome, welcome. How was your stream, Lippy? With the toxic Scorpy? Did you manage to win something? He lost always. Maybe someone wants to teach you.
Yes, I must do 2T fuel because the admins don't want so much work for splitting my T fuel into smaller chunks. Hello, Beat. Congratulations. Let's see. This gift item, inventory, 2T fuel, go. GG. Müssen wir erstmal verkochen den ganzen Scheiß. Also Cardugan, wenn ich jetzt OBS sage, er soll das nicht mehr grippen, dann würde der Game Sound doch weg sein und alles andere, also Alerts. Die Alerts würde man noch hören, aber der Game Sound würde, weil das mein gesamter Desktop ist, was ich denn muten würde. Okay, Lappy, thanks for the raid again and have a nice evening. Cooking Stream. First I wanted to split up the 100 T fuel in 100 times 1 T fuel, but that means said no, it's too much work and I don't have time for that. So I decided to ask 5 times 2 T fuel. So I have stuff, I'm already almost out of the stuff I can give away and wanted to have something. Come on, cook faster. Cardugan, kannst du mir vielleicht sagen, wie das mit den Skillpoints ist, wenn meine NPCs auf den Feldern sind und arbeiten, ob ich da auch Skillpoints kriege oder muss ich das selber machen, weil sonst level ich ja gar nicht mehr, wenn ich dann die NPCs machen lasse. Dann muss ich ja irgendwie doch selber noch eingreifen, sonst komme ich gar nicht zum Ende
dem Level. Weißt du das? Instant Time. Free Money. Microphone muted. Microphone activated. Grab that code, that's free. Very, very good, marvelous, wonderful. Richards Onkarios. Thanks for the follow. Welcome. Welcome, welcome. Können mit den Karotten noch was kochen? Stopp, Kessel. Mein Topf. Oh, stop, 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 stop. Need to eat. Something. I have to drink something. Coin buff.
if anybody needs coin buff. Sadly, you can't do anything other when you cooking. Amazing, nobody wants the coin buff, so Mason now gets it. No problem. There you are, GG. Congratulations. Okay, carrots empty, no, yes, carrots are empty. Let's see, we can go with the rest. Of course we have 27 meat, but we have more meat here. Let's use this first. Cooking, cooking, cooking. I hope I level up soon, that I can put the level point on pasta cooking. Almost done.
save. Okay, only 20. Twenty goes quick. And then we go and build a food house in the nearby of the village, so I have not so long travel ways. This can we go here? Microphone muted. Microphone activated. Soup. This all can also go in the chest. Okay, what we need? We have a hammer, okay. Mm-hmm.
Need the X. And something to eat. Because this takes a while. Let's go with this. It's a code, free money time. Sticks, eat sticks. Und Stroh, okay. Let's recover some stamina. No, my hammer. Damn. More sticks. Okay. No berries harvestable.
Almost done. Oh, the backside. Another tree. Okay, this should be enough. Yay, done. Sticks. The bot is on fire. Take this, and we take this. Okay, that's enough for now. Du, das wird nicht mit deinen Bären. Der wird scheitern, der Quest. Und dann kann ich dich schon gleich sagen. No berries. This year.
What we also can sell. Du brauchst ja bestimmt Fackeln. Super. Okay, we got some money. It's in time.
Okay, we unlocked some things. I think it's a good idea to prepare for the winter, because the winter is cold in the most cases. So crafting firewood is always a good idea. Let me look something. Top XP, okay. And we grab this. What time will 10 minutes, alias top XP. Message is this. Okay. Maybe somebody wants coins. Guess the number is open.
do this. Okay, food. Oh, wait. Okay, Federn kommen hier rein, Salz kommt da rein, Stock kommt da rein, Stein kommt da rein. Leder haben wir 49, das können wir nehmen. Dann nehmen wir auch die 59 Stöcker. Und noch Pilze vergessen. Schon richtig gewesen. This is for money, crafting the torches. So we can sell them. The same time we do our leveling.
Okay. Alpha-Core, gucken wir mal. Hier everything okay? Roggen, Weizen. Zu welcher Jahreszeit kommen denn die Einsam rein? Frühling gesät und im Sommer geerntet werden. Okay. Okay. What now? Get some firewood. Nobody needs coins. Guess the number is still open.
Some fish. This we putting here in Mr. Smoke, hello. How are you doing today? Life, probably you have muted because you self online. Soko Stern, hallo, willkommen.
Das wiegt ja alles viel zu viel. Nehmen wir noch ein bisschen Trockenfleisch, oder? Nee, das ist das Gute. Instant Code. Die Money Time. Kommt das hier rein? Nee. So, eiserne Axt. Den Baum war noch ein Holzbesorgungshaus. Maybe hier. Wie geht's? Wie steht's? Wie war dein Tag? Coco Stern. Hoch die Hände, Wochenende. Wir brauchen 8 Rundholz. Vielleicht nicht aus dem Gebiet. Gehen wir ein paar Meter. Oh, wait, let's do something. Hehehe
aufpassen, aber jemand anderes in den Chat geschrieben. Now I'm lost. It's growing, Lappy. I try not to get eaten by wolves or so. I want to place a new building here to gather resources. Klar, einer fehlt mir jetzt. You can better see. Guess the number is open, by the way. I don't know, Lappy. I don't know. No idea. It's in development, maybe. It has an end. But the only end I know is when you die. Then your dynasty is dead. Some missions you can't finish, for example this mission here is saying waiting for things to come, so you can do you can fulfill this mission after a certain amount of time or progress, this mission becomes active again. So maybe when you have unlocked all the technologies, it's over, but I think at least when you not die, it runs forever. I think. Not sure. So let's delegate some people. We have a new building. You. Also, you have to watch the skills what everybody has. And this row is for chopping wood and getting stone. So two is better than one. So I guess this Stanimur is our new wood chopper. So,
Wut. What? We have another baby? Yes, another baby. But this means two people are mother and can't do anything other than that. So we need more wood chopper. So no fishing for you. You also go to the wood choppers. Maybe we craft another house for more people. But for this we need more wood. Let's sleep until the next day. The village awakes. In the meantime, what we can do? Okay. What you are doing here? Yeah. Dan Rocker and Siegfrieda. What? No, stop with that and go. Shopping is full, okay.
Hunting. Let's see what we can do. We can sell some stuff. Here we take 100. Here we take 200, 32, so Rock'n'Call 37, Leinsamen, Kohlsamen können wir noch nehmen, und dann 78, Karottensamen 35 und Haferkorn 46. Okay, we have enough stuff to plant new things. You can sell some stuff. Und Schokostern, ich hoffe, das stört dich nicht, dass ich so ein bisschen vor mich hin brabbel in Englisch, weil die meisten Leute sind halt auf Theta jetzt, die zuschauen und sind englischsprachig. Wenn du Fragen hast, dann raus damit. Oder Tipps und Tricks. Hört ihr noch nicht auf? Steht hier so rum? Er hat gar nicht genug Geld. Das ist gut. Die ist auch out of money. Och, das ging ja schnell. Noch einen Küken kaufe. Haben wir denn 2000?
Nee. Kaufen erstmal, wir holen erstmal Holz. Instant Gold, free money time. Feuerwut. Cause the winter is coming. Okay, I think we have enough food for the winter. Mm.
Kannst du dich ein bisschen bewegen? Danke. So. Aber wie Switch Games. Let's save this. Let's save it. Borderless Gaming, we need you. Come on, loading. It's not set up for World of Tanks. Damn. Let me change titles. World of Tanks. There we go. Save. Then we change it on Turbo 2. World of Tanks. Save. No, stop. So, and set out a sword game. Thanks, safe. Okay, now